Alter, was geht ab, Leute? Home hier. Event ist im vollen Gange. Wir haben jetzt die 2 Milliarden geknackt. Und es ist Freitagmorgen, sprich. Also, ich rechne mit Samstagabend irgendwann so, dass Pogenta freigeschaltet wird. Was schlecht für mich ist, weil ich dachte Freitagabend vielleicht, weil dann hätte ich Samstag Zeit dafür, um 100% Pogenta zu jagen. Weil Sonntag habe ich keine Zeit und Montag lässt sich bestimmt nicht so leicht jemand finden, mit dem ich rumfahren kann. Aber wir werden mal schauen. Auf jeden Fall. Starten wir direkt mit den EP, machen wir es heute mal von hinten rum. Ich habe 52 Millionen und 64.000. Das heißt, ich habe ein bisschen mehr als 1,4 Millionen gemacht. Was genau wie gestern ist, nur habe ich eine Stunde früher angefangen. Dementsprechend diese 100.000 mehr. Ist okay. Wir sind auf einem guten Weg. Ich habe heute vor, auch wieder so 1, irgendwas zu machen, 1,5. Dann sind wir bei 53,5 und dann am Samstag nochmal, dann sind wir schon bei 55 Millionen. Also müsste eigentlich machbar sein, solange es weiter so geht. Ich meine, die Ressourcen werden langsam weniger. Radplatz habe ich jetzt schon aufgebraucht. Ich habe noch Taubsi und Webergag habe ich noch ganz wenig. Und Wieso habe ich noch? Also Taubsi muss reichen für den Rest des Events. Da habe ich noch über 6.000. Und die fange ich weiter mit Sanan. Also alle Hoffnungen stecken in Taubsi. Aber checken wir kurz die anderen Sachen ab, die Werte. So, Pokestops. Da habe ich gestern 560 Stops gedreht. Genau 560, okay, krass. So, Pokémon gefangen. 767, was nicht schlecht ist. Hab wieder ein bisschen reingehauen. Kann sich sehen lassen. Tag davor, was war das? Nur 500, glaube ich, oder 600, irgendwie sowas. Auf jeden Fall viel weniger. Jetzt geht's wieder bergauf. Muss wieder Ressourcen sammeln, weniger entwickeln. Apropos entwickeln. Wir haben entwickelt 361 Pokémon entwickelt. Also ungefähr so wie gestern auch, glaube ich. Auch um die 300 irgendwas. Nur am ersten Tag, da habe ich irgendwie so 600, 700 Pokémon entwickelt. Es wird noch einen Tag folgen, da werde ich echt eine Menge entwickeln. Alles was geht, damit der Beutel einfach leer ist. Weil momentan laufe ich immer mit 800 Plätzen, also 200 freien Plätzen und 800 vollen Pokémon. Die sind dann halt so schnell voll, dass man vor Ort ein Parsing entwickeln muss, was halt ein bisschen nervig ist. Eigentlich will ich alles durchentwickeln, bis ich nur noch 200, 300 Plätze habe. Und dann halt alles die ganze Zeit füllen und dann mich nicht mit Entwickeln beschäftigen, außer wenn ich dann zu Hause bin und es gechillt machen kann und Zeit dafür habe. Aber bisher hatte ich ja nicht die Zeit, mich einfach mal hinzusetzen und einfach durchzuentwickeln. Aber am Sonntag habe ich Zeit, da muss ich arbeiten, da kann ich das nebenbei machen, weil zum Spielen komme ich nicht, dann kann ich die Zeit nutzen und ein paar Sachen entwickeln. Und dann startet die letzte Woche, bis Freitag geht das Event und dann kann ich hoffentlich da nochmal reinhauen und die 60 Mille knacken. Ich habe da bereits viele Sachen von euch erhalten. Ihr hattet mich da krass auf dem Laufenden, zwecks euren Zielen und so. Also viele haben ja das Ziel, Level 40 zu werden und einige haben schon geschafft. Echt Glückwunsch an euch alle und an alle, die es noch nicht geschafft haben. Nicht aufgeben, immer schön weiter farmen und grinden. Aber so eine richtige Herausforderung, so einen richtig krassen Spieler hatte ich noch nicht. Also außer halt ein Kollege, aber der ist leider mit der Arbeit beschäftigt. Der kann jetzt erst dieses Wochenende starten. Ich habe schon zu viel Vorsprung gehabt, deswegen ist er leider kein wirklicher Konkurrent. Aber wir haben einen neuen Konkurrenten gefunden. Oder ein neues Opfer, wie man es nimmt. Aber ich zeige euch erstmal den Clip. Wir haben eine Wette abgeschlossen. Ich und der Hong. Der Hong. Leute, was geht ab, Leute? Hong hier. Hört diesen Verrückten zu. Wir haben eine Wette abgeschlossen, der Hong und ich. Und wir werden das hier zumachen. Also, noch haben wir gar nichts abgeschlossen. Er hat es mir vorgeschlagen. Ja, also ich dachte bis eben, er geht sich drauf ein, aber anscheinend hat er zu viel Angst vor mir. Kein Problem. Lass erst mal hören. Kein Problem. Also, das Event geht jetzt noch 9 Tage. Ich bin gestern 38 geworden, heißt, Level 40 wird mir noch 8 Millionen. Das ist mein Ziel für das Event. Das Ziel von Hong für dieses Event sind die 60 Millionen. Dreimal Level 40? Ja, die 60 Millionen. Dreimal Level 40. Ja, die 60 Millionen, das heißt, ich fehlt 10 Millionen dafür. Und die Wette ist jetzt, wer es schafft oder wer es halt schneller schafft, sein Ziel zu erreichen. Mein Vorschlag wäre, wenn ich gewinne, gibt er endlich zu, dass den Namen Purge Knight ich erfunden habe. Was eigentlich auch so ist. Was eigentlich nicht so ist? Savas kann es bezeugen. Alles Lügner, Mann. Er ist der größte Fanboy von. Alles Lügner. Alles Lügerei. Ja, hier Illuminati, das Auge und so. Alles Lügen. Ich habe den Namen erfunden. Aber wenn er es echt schafft, dann muss ich ihm die Rechte geben, ja? Das stimmt? Ja. Ja. Was willst du haben? Das könnt ihr dann entscheiden. Savas hat vorgeschlagen, seinen 100% Lugia wegzuschicken. Also das kann ich echt nicht machen. Nein, das ist echt zu bitter, hört auf. Aber ihr könnt entscheiden, unten in die Kommentare.
Alex Bestrafung. Also. Das wird zu lustig. Ey, warte, ich muss erstmal deine EP sehen. Was? Ach so. Oh. Vielleicht lügst du ja und hast schon mehr. Oh mein Gott. Ja, man weiß nie. Also immer Freestyle 38. Okay. Ja, schau in die Kamera bitte. 3 Millionen, ja? Ja. Ja, jetzt bin ich 3 Millionen auf 39 und auch von 39 auf 40 nochmal 5. Das also sind 8. Bisschen weniger als 8, ja. Okay. 7,8. Ich hab schon verloren, Alter. Ich hab schon verloren, Kerl. Ich vernichte dich, Mann. Und dann Falschleitrechnung bei mir, Alter. Bei mir. Das ist keine Chance, Mann. Weil ich meinen eigenen Channel auf Falschleiter finde, Alter. So, der Herausforderer ist Alex. Er will während des Events Level 40 schaffen. Er braucht noch 8 Millionen. Ich will während des Events dreimal Level 40 schaffen. Ich brauche noch 10 Millionen. Also zu der Zeit der Wette hätte ich noch 10 Millionen gebraucht. Jetzt auch nur noch 8. Und wer das zuerst schafft, der gewinnt die Wette. Ich meine, wir wissen alle, Alex wird es nicht mal schaffen. Aber wenn ich es auch nicht schaffe, während des Events die 10 Millionen zu machen, also die 60 Millionen, dann hat halt keiner von uns gewonnen, dann ist es langweilig. Sprich, für mich ist es eigentlich nur ein Wettkampf gegen die Zeit, weil Alex ist nicht mal ein Gegner. Alex, ich versuche während des Events so viel EP zu machen, wie du während deiner ganzen Pokémon Go Karriere gemacht hast. Du bist echt kein Gegner, Mann. Und vor allem nicht, wenn ich jetzt unterstütze von... Moment. Prinzenrolle habe. Ich habe ein kleines Paket hier bekommen. Eine kleine Stärkung dank Prinzenrolle. Gesponsert von Prinzenrolle. Okay, nicht ganz Prinzenrolle, sondern Brand News. Und die haben hier eine saftige Prinzenrollen-Box mir geschickt. Die ist halt richtig krass. Wir haben auch so viel Prinzenrolle, aber hey, das Event geht noch lange. Ich kann die Stärkung gebrauchen. So. Schauen wir uns das mal an. Ich hoffe, ihr könnt was sehen. Weil ich habe einen kurzen Blick reingeworfen. Das sind echt krasse Sachen dabei. Aber keine Angst, Alex. Ich gebe dir auch ein bisschen ab, damit du nicht abkackst, während du versuchst, ein paar EP zu machen. So, schauen wir uns die Box mal an. Link ist unten in der Beschreibung, dann könnt ihr sehen, was die so haben. So, Prinzenrolle. 50er-Jahre-Design, alles klar. Prinzenrolle. 60er-Jahre-Design, Alter, okay. Warte. 50er-Jahre. 60er Jahre und 70er Jahre. Okay. So. Prinzenrolle Minis. Bam. Die gönne ich mir beim Farmen. Alter. Die sind krass. Schoko Duo. Die sind echt saftig. Die verdienen saftig. Dann Vollkorn. Kein Kommentar zu Vollkorn. Nochmal Schoko Duo. Klar, Duo, also braucht man zwei davon. Und ups. Nochmal Vollkorn, alles klar. Dann haben wir hier einen Beutel, da kann ich alles reintun und farmen gehen. Alles klar. PVC frei, für alle die drauf achten. Damit gehe ich heute direkt farmen. Schoko Double. Ein paar Sachen gehe ich den Jungs heute vorbei beim Farmen. Oder morgen für die Tour. Dann können wir uns das alles gönnen. Dann haben wir hier auch noch Prinzenrolle Milchshots. Das alles in der Box. Und? Das war's immer noch nicht. Oh. Schoko Double, das hatten wir schon. Oh, Alter, so viele Sachen. Immer noch Schoko Double. Und noch mehr Schoko Double. Bam, Doppel. Neu, alles klar. Schauen wir mal. Ich meine, Event geht zwar noch lange, aber das reicht mir für Jahre. Dementsprechend schauen wir mal, ob ich den anderen was abgeben werde. So, mal schauen, was ich mit den ganzen Sachen mache. Ich bin echt überwältigt. Danke an Brand News und Prinzenrolle. Link ist unten in der Beschreibung. Ansonsten, was ich voll vergessen habe zu erwähnen, schreibt unten in die Kommentare, was für eine Bestrafung wir Alex geben können.
Er hat ein 100% Lugia, aber das kann ich echt nicht verschicken. Das wäre echt zu leidend. Aber schreibt unten in die Kommentare eure Vorschläge und dann, falls ich was Gutes finde, dann werden wir das machen. Natürlich nur, wenn wir die Wette gewinnen. Aber wieso sollten wir nicht? Das war's von mir. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Schreibt unten in die Kommentare noch, wie euer Event so läuft. Und checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.